Sonne, Regen, Regen. Ich habe immer noch nicht nach dem Regen geachtet, ne? Aber ich glaube, es ist auch eh scheißegal. Scheißegal, Diggi. Aber was nicht egal ist, ist auf jeden Fall, dass du mein Abo da lässt. Das ist definitiv nicht egal. So, kann ich hier noch was loswerden? Nee, ne? Alles voll, gut. Na, dann gucken wir mal. Was sollen wir machen? Ach, guten Morgen, Concord. Mir ist bewusst, dass du dich gerade ausruhst, aber wenn du heute kurz Zeit hast, will ich mit dir reden. Ich hab Schluck auf. Ich warte im Kindergarten auf dich. Im Kindergarten? Ist das hier oben? Lol, hier oben war der Kindergarten. Und dann ist das hinter uns zugewuchert gewesen, oder? Kerzenwachs Lilliput zur Sommersiedlung und ein paar Schleimer randalieren am Fluss. Okay, weißt du was? Das machen wir mal eben schnell. Ist er schon gewachsen, nee, ne? Wächst noch vor sich hin. So, dann können wir nämlich auch in deinen Kindergarten können wir gleich immer noch gehen. Nimm mal eben den Hammer hier. Pam. Pam. Können wir hier noch was machen? Warte mal, waren wir da schon? Oder ist das der Kindergarten? Und das hier ist ein ganz anderer Weg, ne? Lol. Dann hätte ich da ja doch eben gucken gehen können. Ja, ein ganz anderer Weg. Muss sowieso mal alle Wege abchecken, so. Zum Beispiel hier rechts. Aber ich denke mal, der Weg ist immer noch dicht. Ja. Also nicht dicht, sondern, ja, also kaputt. Na, 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 na. Dann gehen wir ganz schnell zur Sommersiedlung und geben das ab. Aber erstmal eben hier nochmal kurz checken. Versperrt. Und. Na, scheiß Treibholz. Ich hoffe, dass das Treibholz im Winter weiter gibt. Ich hoffe es so sehr. So, die Kiste ist ja hier gewesen, ne? Ja. So. Das bringen wir eben ganz schnell zur Sommersiedlung nach Lilliput. Keine Zeit verlieren. Keine Zeit. Keine Zeit. Ah, nee, das ist der falsche Weg. Aber wir hätten auch den Teleporter nehmen können. Ich weiß gar nicht. Können wir den Teleporter benutzen, wenn wir eine Kiste haben? Aber wir können uns ja auch zurück teleportieren. La 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 la. La 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 la. Was wollte er hier nochmal haben? Hier im Shop gab es hier auch irgendwas noch für uns? Müssen wir gleich mal ganz schnell gucken. So, zack. Haben wir. Regen, Regen, Regen. Immer nur Regen. Wie in Deutschland. Regen, 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 Regen. Guck nur mal eben nach. Ich weiß das echt nicht mehr. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Also gucken wir doch gemeinsam. Abgesperrt. Ja, okay. Und hier? Auch alles abgesperrt. Okay, dann gibt es ja hier im Moment nichts zu tun. Und sieht man einen Teleporter vorher schon ganz gut? Also sieht man das hier irgendwie? Weil hier oben geht es ja auch noch lang, ne? Nicht, dass das gleich schon wieder zu spät ist für Dingsen. Für. Du weißt schon. Für Dingsen, ne? Du weißt? Für Kindergarten. Kindergarten wollte ich sagen, genau. Kindergarten! 1, 2, 3. Heute haben alle Kinder frei.
Ist das Kind denn doch noch dort? Schickt das Jugendamt das Kind hinfort. Weil dann weint die Eltern allerlei, die Erziehung, das war Brei. Ja, dann gehen wir hier hin am besten, weil... Achso. Mit einem Hammer vielleicht? Hier kam man einfach noch nicht durch, ne? Ach, scheiße. Ja, dann gehen wir da hin. Dann hier eben schnell runter. Ach komm, gehen wir eben zum Kindergarten. Hallo. Aber ich will nur mal eben hier durch. Wo bin ich denn? Wo sind wir hier? Hier waren wir noch nie, Zack. Zack. Da packe ich das rein. Hier waren wir wirklich noch nie. Ne? So, Haare schneiden. Oh, der eine Fledermaus da rechts. Komm rein, sieh dich um, Wächter. Ich habe viele Waren, die du durchstöbern kannst. Meine Kleidung findest du nirgendwo sonst am Hain. Ich... Wie sie verzaubert. Nur kosmetisch. Okay, unechte Hörner. Gruseliger Hut. Und das Ding. So, mal gucken, ob er noch mehr hat, indem wir hier rein rausgehen. Ein Heiligenschein. Kein Geld mehr. Doch wieder pleite geworden war, hätte ich nicht gedacht. Dass du das so hinkriegst. Hier ist nix, ne? Nicht irgendwie ein Wächter oder so, nicht, dass ich da was verpasse. Weil wir haben ja noch nicht alle Wächter. Hier können wir auch noch buddeln. Hier können wir richtig viel buddeln. Ist schon eine Weile her, nicht wahr? Ich habe Fuji den Weg hierher freiräumen lassen. Ja, schon fast einen Monat, ne? Heftig. Fuji hat auch den ganzen Überwuchs beseitigt. Du hast in der Herbststadt bestimmt viele Geschichten gehört, wie wir die erste Fäulnis für ein lebenswerteres Klima gezüchtet haben. Oh, nicht, dass das uns auch passiert, uns Menschen. Das wäre ja eine Katastrophe. Diese einstige Notwendigkeit ist jetzt unser Fluch. Ich war dabei und muss jetzt die ganze Zeit daran denken. Deine Abenteuer brachten so viel mit sich, alte Wunder und Freundschaften. Es war schön, mit Haupia zu sprechen. Unverzichtbar für Dorfälteste wie uns. Uns wurden neue Einblicke in die Fäulnis gewährt. Die Fäulnis wird zunehmend aggressiver und hat es auf den Hain abgesehen. Einige glauben, dass sie unser Zuhause, die Insel, verzehren wollen und dass wir alle in großer Gefahr sind. Ich spüre etwas Tiefgründigeres, aber ich will nicht zu lange darüber nachdenken. Wir Dorfältesten sind uns vielleicht nicht einig, aber dieses Thema muss angesprochen werden. Anders als früher werden wir uns diesem Problem direkt stellen. Wir haben deinen Besuch im Winterweiler vorgelegt. Pflaume braucht dich dort, auch wenn sie es nicht zugibt. Und falls du den Wächter des Winterweilers suchst, dieser ist in den Nebelschwaden verschwunden. Seit die anderen Wächter uns verlassen haben, lässt dich der Weiler glauben, dass Mandy noch nach einer Antwort sucht. Pflaume sucht noch immer verzweifelt nach Mandy und hofft auf Antworten, die wir nicht haben. Die Nebelschwaden sind dicht, Concord. Es wird nicht leicht werden, aber du bist ein Wächter. Die anderen Dorfbewohner verlassen sich auf dich. Zu meiner Zeit hätten wir niemals einen so jungen Grünlicht einer solchen Gefahr ausgesetzt. Ich komme ja quasi aus dem Kindergarten, aber weil ja immer so viel passiert und so, denke ich mal, ist das schon bestimmt 3 Monate her. Also bin ich aus dem Kindergartenalter plus 3 Monate. Schon fast Grundschule. Aber du wurdest auserwählt, nicht nur vom Hain oder von Pflaume, sondern von allen, denen du bisher geholfen hast. Jetzt ist auch der Winterweiler bereit, dich zu empfangen.
Terong wartet auf der Glockenwiese auf dich. Ja. Oh, hier ist aber richtig viel, ne? Schwupp. Schwupp. Grab die erstmal alle aus. So. Zack. 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 Oh, unterschiedliche hier rein. Der andere geht ja leider nicht. Machen wir 3-3 nämlich. Aber wenn es regnet, glaube ich, musst du die einfach nur nicht gießen, ne? Ah, oh, wisst ihr noch damals? Mit der alten Rebe hier. Ja, aber sonst nichts Spektakuläres hier, ne? Hier habe ich eins gelebt. Da geht es später noch lang. Nee, doch nicht. Könnte man meinen, aber geht nicht. Laut Karte nicht. Die Karte verrät einen ja, wo es lang geht. So. Also hier geht's halt noch lang, ne? Ob man da rein kann? Also ist das so ein Geheimgang? Warte mal, da muss ich auch mal gucken. Aber glaube ich nicht. Aber laut Karte würde ich sagen, hier ist ein Geheimgang. LOL! Das wusste ich ja nicht. Na, wer kennt's? Shoyoka. Okay, gut. Dann mach ich einmal hier. Dann einmal hier. Cool. Goldi! Du bist Konkurrent, richtig? Und du bist? Tut mir leid. Ich wollte dich nicht erschrecken. Wir kennen uns ja noch nicht. Pflaume hat mir ziemlich viel über dich erzählt. Neuerdings habe ich gehört, dass du im Kindergarten eingesperrt bleibst. Ich habe Plum eine Weile nicht gesehen. Aber ich habe diesen Beutel mit Materialien dabei. Und wenn du ihn Mirabelle überbringen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Ich habe schon lange nichts mehr an das Dorflager gespendet. Ich hoffe, sie sind nicht sauer auf mich. Okay, das hätte ich ja auch dann schon ewig machen können hier. Ewig und 3 Tage. Okay, hier ist... Also hier ist 100%ig wegen Winterdingsen. Haben wir noch irgendwo Wege? Also hier haben wir gar keine Wege mehr, ne? So, der nächste Weg. Also der nächste Weg wäre auf jeden Fall hier so hoch noch. Und hier so nach links. Ja, das ist hier einfach ein Weg. Okay. Das heißt, wir müssen die hier auf jeden Fall wegmachen. Holz kann man ja auch verkaufen, ne? Ja, Mirapla-Dingsen wird nachts sowieso schlafen, also brauchen wir da eigentlich gar nicht hingehen jetzt. Das können wir dann morgen immer noch machen. Wächst und gedeiht. So, rein. Gute Nacht. Habe ich überhaupt alle Sachen gemacht? Ja. So, was will er? Das erste müssen wir auf jeden Fall machen. Ich glaube, das ist dann gar nicht mehr so wichtig, oder?
folgendes Gruppe hat das Tor im Bauschädig durch Eingang zum Wald. So, ich bin mal gespannt, was ich jetzt dafür kriege. War das Mirapla? Nee, ne? Das war Fuji, ne? Was war hier nochmal? 5 von den Dingern. Mittlerweile habe ich die. 1, 2, 3, 4, 5. Diesmal habe ich. Fax. Ein Platz mit. Ja, aber ich habe kein Geld. Mann, können wir keine Steine verkaufen? Holz können wir ja auch verkaufen. 150. Ich sage 150. 150. Ich hätte gern 100. Guck mal, davon 10 haben wir auch easy. Das ist sowieso Mist. Wo ist denn Mirapla? Mirapla, Mirapla. Und wer war Mirapla? Ich weiß ja gar nicht mehr, wie Mirapla war. 3 davon. Ach komm, weißt du was? Wir machen das. Haben oder nicht? Ja, bam, bam, bam. Das ist Mirapla. Hallo Concord, wie kann ich dir helfen? Ich habe eine Spende. Oh Goldie, was? Ist schon eine Weile her. Aber ich will mich nicht beschweren. Unsere Materialien sind ziemlich knapp. Es gibt einen Grund, warum wir das Zeug von Goldie nicht verwenden. Goldie befindet sich in einer misslichen Lage. Ich sag dir was. Ich habe hier ein Ersatzglas. Ziemlich teuer, aber wir könnten die Hilfe gebrauchen. Wenn Goldie es für Spenden verwendet, sollte es brauchbar sein. Ein neues Glas. Achso, nee, einen Gefallen angenommen. Was habe ich denn jetzt für einen Gefallen? Bringen dieses Glas zu Goldie. Ah, jetzt soll ich wieder zurück, leg mich auch im Arsch. So, jetzt mal hier alles verkaufen. Ja, was geht ab? Ich brauche Kohle. Warte mal, was? Warte mal. So, was geht ab? Aber da unten? Wie läuft der Handel mit der Sommersiedlung? Ohne den Linienweg konnte man unmöglich handeln, aber jetzt ist es wieder möglich. Trotzdem fällt es den Meeresbewohnern noch schwer, Handel zu treiben, da sie nicht ins Landesinnere reisen können. Das war alles? Was geht? Okay. Brauchte ich die? Ja, anscheinend haben wir ja 20, ne? Dann weggekommen. Ja, dann gehen wir ganz schnell, warte mal. Ja, dann gehen wir ganz schnell zu Goldie. Da tut man nicht alles für ein Glas. Ein Glas, Bruder. So, ein Platz mehr. Tschüss, let's go. Oh, jetzt habe ich die Dinger nicht da. So, 1, 2, 3, 4, 5. Hä? Hä, bin ich doof? Oh. 1, 2, 3, 4. Nein, jetzt rede ich mit ihm. Mit dir wollte ich nicht. Nein, mit dir wollte ich nicht reden. Ja, alles gut. Tschüss, jetzt haben wir ja mal einen Platz. Brauche ich jetzt einen Platz mehr? Und wie sieht das eine Platz aus? Und was brauche ich als nächstes? Also das ist vor allem Geld, aber dann brauche ich da jetzt auch gar nicht nachgucken. Komme ich hier oben hin? Okay. Sollte ich das machen? Weiß ich nicht. Ob ich dich jetzt noch einpflanzen will? Weiß halt nicht, wie viele wir brauchen, ne? Schlussendlich.
Goldi! Ne, da. Goldi! Gib mir jetzt ein fettes Glas. Concord! Rana war vorhin da und hat gesagt, Rana ist überall. Pflaume hätte das Dorf verlassen. Schwer vorstellbar. Ich wollte dich nicht belästigen. Tut mir leid. Mirapla hat mir dieses Glas für dich gegeben. Oh, das hilft bestimmt. Um ehrlich zu sein, lebe ich aufgrund der lähmenden Not Natur meiner Haut eher zurückgezogen. Nur Pflaume war bereit, mit dem zu arbeiten, was ich den Flusswegen gefunden habe. Quark. Concord, denkst du, Pflaume wird bald ins Dorf zurückkehren? Dass Pflaume überhaupt gegangen ist, sie wollte doch immer die Heimat nahe sein. Das habe ich doch. Optimistisch. Wie du, ich werde mit dir hoffen. Du bist etwas mutiger, als Pflaume erwähnt hat. Nichts für ungut. Ich finde, das ist eine ziemlich passende Einstellung. Das muss für einen kleinen Gärtner eine große Umstellung sein. Weißt du, ich kann helfen. Wenn alle nur so halb so verängstigt sind wie ich, versinkt das Dorf wohl gerade im Chaos. Ich kann das Dorf im Moment nicht verlassen, aber ich werde die Ressourcen von überall am Hain besorgen. Schau einfach jeden Tag vorbei. Das habe ich heute für dich. Die kotzt mir wirklich vor die Füße. Widerlich. Ist das abartig. Mit allen Mitteln kotzt die mir dahin. Bing, bing. Bing, bing. La, 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 la. Schon gewachsen? Ist das nur Geld oder was? Bringen die nur Kohle? Ich glaube, die bringen nur Kohle. Ist das Kohle? Gelee-Bonbon. Ich habe das Gefühl, das ist echt nur Kohle. So, kann ich hier mit irgendwo hin, wo ich zum Beispiel gar nicht hin sollte? Ich möchte da gerne hin. Na gut, dann gehen wir doch mal dahin. Guten Tag. Chu-cha. Chu-cha. Schu-cha. So, wer will jetzt hier aufs Maul? Du? Hä? Sollte ich nicht hier hin? Melde dich bei Tarong. Achso, Tarong ist der Pförtner. Hey, Tarong! Oh, guck mal, der liebt mich. Wächter Concord, ich habe deine Ankunft bereits erwartet. Besser gesagt, Wächter Pflaume hat dich erwartet. Im Weiler kursiert ein Gerücht über einen neuen Wächter. Wenn du den Winterweiler betreten willst, muss ich dich warnen. Wir sind von allen anderen abgeschottet. Unsere Stadt ist in dicken Schnee gehüllt und wir können nicht allen Dorfbewohnern helfen. Wir tun unser Bestes, um die Wege freizuräumen, aber wir können nicht versprechen. Es kann eine Weile dauern, bis du wieder gehen kannst. Ist das in Ordnung, Eberbereit? Großartig hier entlang. Aber bitte sei vorsichtig, seit die Fäulnis gelernt hat, sich im Schnee fortzubewegen, ist sie noch aggressiver. Wie auch immer. Ich hoffe, du genießt deinen Aufenthalt. So, tschüss. Ich bin bereit, aber das machen wir erst morgen in der nächsten Folge. Ich will mal eben hier, zack. Neue Gegend, neues Outfit auch. Und außerdem sind wir auch schon echt am Ende unserer Reise angedüst. Also auch morgen arbeiten wieder. Kommt auch hinzu. Dann kann ich heute gar nicht so lange aufnehmen. Nya, nya. Nya, nya. So, was fehlt uns hier eigentlich noch? Es
fehlen noch zwei Sachen. Und zwei Gläser fehlen uns sogar. Sogar zwei Gläser fehlen noch, wa? Findet man zwei Gläser im Dingsen? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Warte. Ja. Das ist so nah zu Hause, das kann man auf jeden Fall mal eben machen. Zack. 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 Ja, dann Geld rein, wa? Geld. Geld. Na. Weil ich steht doch mal 1 bis 4 Tage. Bis jetzt war das immer nach einem Tag fertig, ne? So. So. Okay. Alles erstmal wieder rein. Was? Ach so, das meint ihr mit plus 2, also plus 1. LOL! Wir können einfach 2, das ist einfach doppelt. Rucksack vergrößert quasi. Das ist ja mega. Das ist ja mega. Dafür gibt's erstmal hier Boom. Oh, wie ein Engel am Schlafen. Einer fehlt uns noch. Was gibt's hier noch? 8 verschiedene Feldfrüchte. Triff 20 mal mit einem Sparen. Okay, dann müssen wir vielleicht auch mal machen noch. Ja gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ich würde mich freuen. Vielleicht haben wir auch mittlerweile bestimmt schon die 500 erreicht. Wenn nicht, dann fehlt bestimmt nur noch 1, 2. Dann mach bitte die 500 voll. Oder vielleicht sind wir auch schon auf dem Weg zu den 1000. Vielleicht ist ja gestern plötzlich so ein 100er Schub gekommen. So richtig so. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit meinen anderen Videos. Und ansonsten sehen wir uns ja morgen hier wieder. Ja, adieu. Tschüssi.